Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute spielen wir eine weitere Runde Soul Mask. Mehr will ich auch gar nicht sagen. Wir starten direkt rein. Let's go. So Leute, wir sind im letzten Part ja hier stehen geblieben. Wir haben den guten ja umgenockt. Und irgendjemand von euch hatte mir geschrieben, dass ich ihn mit Suppe füttern könnte. Und er dann irgendwann mein Stammesmitglied wird. Jetzt habe ich natürlich nur die Frage, ja, wie kann ich ihn denn jetzt mit Suppe füttern? Ich halte jetzt mal E gedrückt. Gegenstand ansehen. Ich kann es halt höchstens so machen. Wenn ich ihm jetzt hier aufteilen. Geben wir ihm mal 3. Die 3 nehme ich wieder mit. Wenn ich ihm jetzt hier 3-mal Pilzsuppe reintue. Aha, dann ist die Anerkennung, glaube ich, schon gestiegen. Okay, wenn ich ihm jetzt, also sie war jetzt gerade auf 124, wenn ich ihm jetzt nochmal 3 reintue, dann ist sie auch bei 124. Ja, dann nehme ich ihm natürlich 3 Stück wieder weg. Und was ich auch gesehen habe, jetzt sitzen hier schon wieder 2 neue. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Ja, gut. Weiß jetzt auch nicht, was wir mit denen machen sollen. Soll ich die einfach mal bekämpfen? Ah, aber wartet, bevor ich das mache, möchte ich mir hier sein Steingroßschwert hinpacken und das benutzen. Alter, was ist das für ein Riesenteil? Oha, die geht einfach davon. Oh nein, ich will nicht sterben. Halt, hallo? Ja, okay. Oha, die hat ja auch voll den fetten Hammer. Ist ja nicht mehr normal. Naja, gut, jetzt bin ich halt gestorben. Hallo, Krabby. Macht aber nichts. Man muss ja alles einfach mal ausprobieren. Übrigens habe ich hier jetzt so ein Todespaket und ihr seht unten drunter die 29 Minuten und paar Sekunden. Das ist die Zeit, die ich wahrscheinlich Zeit habe, um mein Paket aufzusammeln. Jetzt wollen wir mal E gedrückt halten, Gegenstände ansehen. Man hält also quasi Q gedrückt und geht einfach nur ohne zu klicken mit der Maus drüber und hat alles wieder im Inventar. Das ist natürlich die Frage, also eigentlich finde ich die ziemlich nervig und würde die gerne bekämpfen. Deswegen nehme ich meinen Speer nochmal. Der war nämlich gestern extra praktisch. Ditch die an. Und dann haue ich wieder hier hoch ab. Dann kommt die nämlich nicht hin und ich kann hier schön von oben agieren. Ausdauer. Oh, der Schlag hatte mich aber doll getroffen, du. Dann verbinden wir uns doch schnell. Ich finde es ja super, dass die hier nicht hochkommen. Mensch, dieser blöde Hammer da. Ja, genau, hau mal ab da. Was ich übrigens auch gesehen habe, ist, dass man auf einem Panda reiten kann. Oder, nee, nicht Panda, Jaguar? Keine Ahnung, also so ein Tier halt auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, wann wir eins davon mal finden. Doink. So, bist du jetzt dann mal... Na komm. Keine Ausdauer mehr. Jetzt aber. Okay. So. Gut. Haben wir das erledigt? Und gucken bei ihr mal rein. Steinklinge, erhaltener Becher. Und hier ist sonst aber nichts, oder wie? Ah, doch, hier. Oh, Grobstoffhose, die legen wir uns doch gleich mal an. Habe ich das jetzt gesammelt? Ja, scheint so. Sehr schön. Was ist denn eigentlich mit ihm? Erwacht er auch irgendwann mal wieder oder eben nicht? Ja, gute Frage, nächste Frage. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Wir haben ja hier so ein Fragezeichen. Wie wäre es, wenn wir dann einfach mal in die Richtung steuern und dann im nächsten Schritt vielleicht uns erstmal verbinden? Das ist ganz wichtig. Und was ich sagen wollte, im nächsten Schritt dann vielleicht auch unser Häuschen fertig bauen.
Ich glaube, das macht irgendwo Sinn, oder? Ja, ich weiß nicht, die Krabbe brauche ich jetzt nicht unbedingt erledigen. Aha. Also das ist sehr praktisch, dass da ein Seil dran ist, weil dann findet man ihn nämlich immer wieder. Das ist natürlich praktisch. Das heißt, wartet mal nur, um es zu testen. Wenn ich jetzt hier stehe und diese Krabbe anvisiere, dann F drücke. Okay, ich bin zu weit weg. Vielleicht jetzt. F. Ah. Dann habe ich sie jetzt tatsächlich an meinem Speer. Okay, die darf aber weiterleben. Wir haben eine andere Mission entdeckt. Uralte Ruine. Was können wir denn... Ach, das ist ein Tapir. Okay. Oh, bist du irgendwie blöd oder so? Der andere gibt mir halt mal wieder eine Kopfnuss. Ich will doch nur darauf. Sag mal, was ist eigentlich los mit euch? Seid ihr hier die Wächter oder was? Naja, gut. Ausdauer. Okay, also er ist kaputt. Dann nehmen wir natürlich gleich alles mit, was wir können. Bestienblut. Haben wir das beim letzten Mal auch bekommen? Wo ist der andere denn hin? Da hinten. Ich glaube, ich darf einfach nicht in sein Sichtfeld laufen. Dann passiert auch nichts. Zumindest nicht zu nah. Ah, seht ihr, wie sich das immer wieder auffüllt? Hier. Jetzt ist er auf mich aufmerksam geworden. Vielleicht muss ich ihn einfach auch loswerden. Ich habe ja keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Ich denke, ich muss vielleicht hier das Ding abpickeln. Ja, genau. Jetzt hat er mich gesehen. Macht nichts, wir gehen wieder auf unseren Lieblingsstein. Und werden ihn auch einfach kurz los. Das bringt uns auch Speerlevel und so weiter. Ach nee, jetzt kommt sogar noch ein zweiter dazu. Mein Gott, ey. Egal, gibt uns Fleisch, gibt uns andere Mats. Die brauchen wir dann bestimmt für irgendwas. Okay, sehr schön. Sind die zwei auch tot? Keine Ausdauer. Haben wir jetzt zufälligerweise unsere Ruhe und können gucken, was hier so abgeht. Also hier war ja nichts. Hier ist ja auch irgendwas. Ich weiß jetzt halt nicht, was ich hier machen kann. Was muss ich hier tun, Leute? Aha, halt, halt, halt. Leute, ich habe es gefunden. Aktivieren. Wir aktivieren jetzt ein uraltes Relikt. Oh, schön. Q drücken und einfach drüber. Und jetzt haben wir ganz viele Kristalle und so. Kann die regulären Funktionen von Masken reparieren? Eine hochenergetische Speichereinheit, die von einer unbekannten Zivilisation hinterlassen wurde. Türkisstein, ein bunt schimmernder Stein, der für die Herstellung von Schmuck verwendet wird. Und was war das andere, was wir da jetzt noch bekommen haben? Ich glaube, es waren Zähne, ne? Ja, super. Dann haben wir das jetzt erledigt. Und dann würde ich sagen, düsen wir jetzt mal zum Camp. Das müsste eigentlich auch in geradeaus. Das müsste eigentlich auch irgendwo geradeaus sein. Und dann bauen wir uns mal unser Häuschen. So, und ich habe das Plätzchen gefunden. Soweit war es, wie gesagt, nicht weg. Ich möchte jetzt mal kurz in die Strohkiste. Und zwar einfach ein paar Sachen ablegen. Den Feuerstein zum Beispiel. Zinnerz brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Baumrinde sowieso nicht. Baumstämme. Die leeren Schüsseln brauche ich auch nicht. Hartholz. Baumzweig. Die Grobstoffschuhe, die müsste ich mir dann mal angucken. Ah ne, das sind dieselben wie die. Okay, dann kann ich doch eins davon wegwerfen. Bestienhaut, Lehm, kann auch rüber.
Die hier wahrscheinlich auch erstmal. Bestienklaue und Blut. Was haben wir hier? Premium-Bandagen. Oh lala, guck mal an. Faser, Bestienknochen brauchen wir nicht. Ja, die beiden Schwerter, die muss ich mir dann auch mal angucken. Becher. Dient zur Lagerung von Getränken und Alkohol. Und wir haben 52 Frischfleisch. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall auch unbedingt ein Feuer machen. Milde Hitze. Der Hydrationsverbrauch wird beschleunigt und man ermüdet leicht. Okay, ist ja kein Problem. Ich möchte ein Lagerfeuer. Dafür fehlen uns 5 Baumzweige. Wie viele sind denn hier drin? Genau 5. Ja, okay. Das ist natürlich einwandfrei. Dann machen wir uns mal ein Lagerfeuer mit Evas. Genau. Warten wir, bis das fertig ist. Gebäude. Dann brauchen wir natürlich auf jeden Fall auch wieder hier eine Strohwand. Stroh und dickes Seil war es. Dickes Seil. Dafür brauchen wir Weinreben. Die habe ich die auch da reingelegt? Nö, die habe ich hier. Dann müssen wir die auf jeden Fall holen. Wo ist denn jetzt unser Feu-Feu hin? Hier. Das können wir auf jeden Fall, denke ich mal, hier irgendwo platzieren. Vielleicht hier so. So, und dann können wir nämlich hier das gebratene Fleisch machen. Und zwar alles. Und da kann man nämlich auch Brennstoff hinzufügen. Was ist denn, wenn ich jetzt da die Weinreben reinlege? Nee, geht nicht. Es geht nur Stroh, Baumzweig, Baumrinde, Baumstamm, Hartholz. Dann nehmen wir uns doch ein paar Baumstämme. Aufteilen. Keine Ahnung, nimm halt mal 3. Die packen wir dann ins Feuer. So, und haben 20 Minuten. In der Zeit müsste das ja eigentlich fertig sein, das Fleisch. Wir nehmen also wieder unsere Sichel und brauchen hier Weinreben. Das brauchen wir, und zwar ganz viele. Gehen wir einfach hierher. Oh, und wir haben eine Wildfrucht. Lecker Schmecker. Also ernten tut man wirklich relativ viel, bin ich so der Meinung. Jetzt nicht die Menge an Zeug, aber halt die Vielfalt, was man alles so bei einem Mal da rauskriegt. Wie viel dickes Seil können wir uns denn herstellen? Oh. Wir stellen jetzt mal alle her. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Strohwand. Und zwar brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht aber nicht. Wir können erstmal nur 5 machen. Das ist eigentlich auch. Es gibt ja hier Strohfenster. Aber muss es dann nicht auch was anderes geben? Also sowas wie den Strohtürrahmen, nur wo halt eine Aussparung ist? Oder geht es dann bei der Strohwand direkt? Naja, werden wir jetzt gleich mal sehen. Ich drücke also die 5 und habe hier jetzt meine Strohwand. Tschakka. Ach so, Leute. Demontieren kann ich auch und habe sie wieder im Inventar. Und jetzt, wenn sie nämlich so steht, kann ich hier halte gedrückt, um Stil zu wechseln. Also, ich kann jetzt hier das auswählen, was ich haben möchte. Und natürlich möchte ich irgendwo auch ein Fenster haben, ist ja ganz klar. Ich weiß jetzt nur nicht wo. Vielleicht machen wir hier eins hin. Das heißt, uns fehlen noch 2-mal Wände, dann vielleicht ein Fenster, das wir zumachen können, damit der Jaguar uns nicht anspringt in der Nacht. Und das Bett möchte ich auf jeden Fall auch machen.
Strohfenster einmal. Und dann müssen wir das dicke Seil wieder machen. Machen wir auch gleich wieder alle. Kann ja nicht schaden. Dann brauchen wir nämlich noch zwei Strohwände. Und wir brauchen natürlich, wo ist es? Ein Strohdach. Das machen wir einmal, weil ich nicht weiß, wie genau das ausschaut. So. Und dann haben wir schon so eine richtig kleine Mini-Butze. Ach so, wartet mal kurz. Ich muss mal hier rauf. Das kann hier rein und das kann ich nämlich jetzt aufmachen. Ha, cool. Und jetzt habe ich hier das Dach. Aha, da kann ich jetzt auch mit Z eben auswählen, was es sein soll. Jetzt habe ich das so. Ist das so richtig? Scheint so. Das heißt, wir brauchen noch drei Dächer. Wo sind denn aber unsere zwei Wände? Die sind da, die kommen natürlich auch auf die 5. Und da hätte ich auch vielleicht gerne noch ein Fenster. Oder reicht uns ein Fenster? Oder kann ich das hier hinbauen? Tatsächlich, ich kann es hier hinbauen. Das hat es jetzt halt ausgewechselt. Das heißt... Ah nee, jetzt habe ich mich verklickt. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal eins. Noch eine Strohwand. Ein Strohfenster und dreimal Dach. Hustdach. Die deppert. Weg. Ach Leute, ich brauche mehr von diesen, hä, habe ich jetzt zwei Fenster hergestellt? Ach nee, oder? So doof. Naja, macht nichts. Kriegen wir schon hin. Super, jetzt craftet gerade alles, was ich noch als Rest gebraucht habe. Brauchen wir mal wieder hier das Dach. Also, Z ist das hier. F ist das, genau. F einmal dort und hier ist auch ein... Ach nee, hast du jetzt nicht gemacht. Demontieren. Ja, warum tut es jetzt nicht? Jetzt hat. Dann müssen wir das jetzt hier noch fertig bauen. Z. Z. So. Und unsere letzte Strohwand noch. Tada! Wir haben ein kleines Mini-Häuschen. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Bett. Was haben wir denn jetzt dafür nochmal gebraucht? Dickes Seil viermal. Ach genau, Holzplatte und so. Das heißt, wir müssen irgendwie... Holzplatten herstellen können. Wahrscheinlich mit dem Schreinertisch. Dafür brauchen wir 20 Baumstämme und 20 Hartholz. Boah, das ist ja voll ganz schön hart. Gut, Tür zu. Dann gehen wir jetzt mal auf Bäumefall-Tour. Jagd, wie auch immer. Ja, okay, gut, aber man kriegt halt auch 5 Baumstämme raus. Dann ist es natürlich easy. Da schaut mal, jetzt habe ich schon 10. Brauchen wir nur noch Hartholz. Und Harz kommt auch raus. Nehmen wir den hier noch mit, dann haben wir auf jeden Fall genug Baumstämme. Und ist das jetzt Hartholz? Ach ja, Ausdauer. Okay, an dem können wir lange fällen. Ja, das ist Hartholz. Super, dann fällen wir da jetzt noch ein paar und stellen uns dann diese Schreinerbank mal her. Jetzt ist gerade meine Steinaxt kaputt gegangen, die muss ich reparieren. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, wie kann ich sie denn reparieren? Für Reparatur benötigt das Material, wähle eins. Ich soll eins wählen. Ach so, repariere alles, F. Okay, mit F können wir es also reparieren. Ich denke, ich habe jetzt tatsächlich auch genug, damit wir die... den Schreinertisch bauen können. Ah ne, dickes Seil fehlt noch 4. Wo ist ein dickes Seil jetzt? Hier. Ach, dafür haben wir wieder nicht genug Weinreben. Alles klar, holen wir uns die auch wieder. So, jetzt haben wir alles geholt. Also, wo ist es denn jetzt? Kann ich es jetzt...
Ach komm, ist doch nicht dein Ernst. Dicke Seil, na los, 5 Stück. Sag mal. Schreinertisch, bitte einmal herstellen. Und es dauert jetzt ein paar Sekunden, bis der fertig ist. Das macht aber nichts, weil dann können wir hoffentlich nämlich das machen, was wir fürs Bettchen brauchen. Was war das gleich noch? Stroh, das haben wir genug. 4-mal dickes Seil können wir gleich noch machen. Und zusätzlich benötigtes auswählbares Material. Also können wir uns aussuchen, ob Holzplatte, Hartholzplatte oder Premium-Hartholzplatte. Also wir brauchen noch 4-mal dickes Seil. Schauen wir mal, ob das noch geht. 1, 2, 3. Nein, wartet mal. Ich möchte kein Lagerfeuer machen. Hör auf. Warum kann ich das nicht abbrechen? Na toll. Wegen dem Schmarrn fehlt mir jetzt... Naja, wenigstens habe ich ein Achievement freigeschaltet. Okay, wo ist denn dieses Tischchen? Muss auf einem Boden gebaut werden. Ist es dein Ernst? Ich bin auf dem Boden. Okay, also es ist dann doch ein bisschen komplizierter, wie ich gedacht habe. Das heißt ja quasi, ich brauche jetzt wieder ein Fundament. Und fürs Fundament brauche ich wieder ganz viel von diesen dicken Seilen und so. Ergo brauche ich wieder ganz viel davon. Ach ja. Mai ist halt ein bisschen Gefahr mehr am Anfang. Ich denke, dass es vielleicht auch bessere Werkzeuge irgendwann gibt und dann kriegt man ja normalerweise auch mehr Loot raus. Oder vielleicht machen die Arbeiter das für einen, das weiß ich halt noch nicht. Okay, also erstmal brauchen wir noch ein dickes Seil fürs Bett. Und dann machen wir 2 Strohfundamente. Da sollte es dann ja auf jeden Fall drauf passen, hoffe ich. Und die setzen wir dann, wenn sie fertig sind, hier ist zumindest schon mal 1, setzen wir dann hier hinten hin, so. Und da drauf muss ja jetzt der Tisch gehen, oder? Ja, ich finde es auch gut, dass man immer die Figur sieht, das heißt, man weiß genau, wo vorne ist. So, den stellen wir dorthin und jetzt können wir hier den Schreinertisch öffnen. Und ich möchte bitte Holzplatten haben. Aber nicht nur eine. Dafür brauche ich einen Baumstamm. Ja, ich habe hier aber ganz viele. 21. Wieso kann ich das nicht machen? Ist noch gesperrt. Okay, haben wir... Wir hatten doch hier auch noch welche. Genau, dann nehmen wir die jetzt noch mit ins Inventar. Und gehen rauf. Ich brauche da dann noch eine Treppe. Holzplatte. Machen jetzt davon alle. Wie viele haben wir fürs Bett gebraucht? Waren das 10 Stück? Ja. Okay, das heißt, wir müssen dann auf jeden Fall nochmal kurz ein bisschen Baum fällen gehen. So, dann haben wir 4-mal dickes Seil. Und jetzt, Leute, können wir uns endlich das Bettchen machen. Ich freue mich. Ich bin gespannt, ob man dann die ganze Nacht da pennt oder ob das auch wieder nur so kurz ist. Wir haben ein Bett. Wir haben ein Bett. Tür zu. Und, wo ist das Bett? Hier auf der 3. Nö, war es nicht, hä? Hier ist das Bett. Wow, das ist ganz schön groß. Aber okay, macht nichts. Einmal platziert. So sieht's also aus. Und wir können pennen gehen. Aber jetzt ist es eigentlich noch zu früh zum Pennen, hätte ich gemeint. Deswegen möchte ich kurz gucken, ob wir vielleicht noch eine Treppe... Nee, können wir nicht. Zu wenig Zeug. Wir haben schon 4-mal Feuerasche, 54 gebratenes Fleisch. Kann ich denn da... Das jetzt einfach in mein Inventar. Und dann... tun wir hier Baumstämme rein und machen uns das Feu-Feu an. Und gucken hier dem Sonnenuntergang zu. Wie schön er ist. Packen uns das Fleisch noch hier auf die 3, essen ein Stückchen und können dann zufrieden und glücklich ins Bettchen gehen. So, davor natürlich Fenster zumachen und einmal schlafen. Erholung von Moral, das ist auch nicht schlecht. Und ich kann jetzt halt erwachen klicken. Ich weiß nicht, steigt das noch? Nee, ich habe jetzt nichts geklickt und sie ist selber aufgewacht. Und es ist 17:59 Uhr, 18 Uhr?
Das heißt, sie erwacht, wenn die Moral bei 100 ist. Okay, also pennt sie nicht die ganze Nacht, ja? Okay, naja, gut. Gehen wir mal in unseren Technologiebaum und schauen, was wir alles freischalten können. Steinwaffen geht. Naja, da haben wir dann auf jeden Fall schon Steinwurfmesser, Steinwurfaxt, Steinhammer. Die ganzen anderen Waffen. Holz- und Steinrammgerät, okay. Und wir können. Ich hole mir jetzt mal so einen grünen Kristall. Hier nämlich jetzt anfangen, was freizuschalten. Beziehungsweise zu reparieren. So, wie geht's jetzt weiter? Hier leuchtet irgendwas und hier leuchtet irgendwas. Ach so, okay. Ich kann einfach hier draufklicken und dann macht er das automatisch. Ich habe jetzt Erinnerungseinheit Kampf gemacht. Weiß jetzt nicht, ob das meine Wahl gewesen wäre tatsächlich, aber ja, kann ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr ändern. Aber okay, meine Lieben. Sonne ist untergegangen. Wir setzen uns jetzt hier ans Lagerfeuer. Kann ich doch, glaube ich, irgendwie. Aber wie? Wie war es denn, mich hinzusetzen? I don't know. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon wieder ganz schön lang gespielt und wieder einiges geschafft. Klar, war viel Farmerei und viel Lauferei. Aber naja, gut, so ist es halt nun mal bei Survival Games. Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!